Adventscafé, der CDU Bad Vilbel und der Frauenunion Bad Vilbel. Wir freuen uns, dass Sie wieder in unser Kurhaus gekommen sind, um mit uns den ersten Advent zu begehen. Ja, der Saal ist wieder voll und wir haben auch einiges für Sie vorbereitet. Dazu wird gleich die Frau Schulz, die mit mir Einladende ist, etwas erzählen. Viele von Ihnen haben schon am Eingang gesehen, wir haben einen besonderen Gast heute, der viele begrüßt hat. Das ist der Bürgermeister von Bensheim, der Thorsten Herrmann. Herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier bei uns in Bad Vilbel. Die neue Mitte von Bad Vilbel, also ich finde sie wunderbar. Ich kann nur sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Der Bürgermeister hat die Weichen richtig gestellt und hat zusammen mit den ihn tragenden Fraktionen dafür gesorgt, dass Bad Vilbel wirklich eine absolut herausragende neue Mitte hat, die anziehend wirkt, die Lebendigkeit bringt und die am Ende Bad Vilbel wirklich weit nach vorne bringen wird. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas Schlöffel. Ganz rote Nasen. Und die Engel hatten ihre goldenen Flügel so lange geputzt, dass sie jetzt im Sternenlicht wunderbar funkelten und blinkten. Hey, was machte das für einen großen Spaß mit dem Geschenkeschlitten durch den Himmel? Komme ich mit meinem Schlitten zur Weihnachtszeit zu den Menschen auf die Erde. Ein Engel mit unsichtbaren Flügeln. Dein Weihnachtsmann. Ganz in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine frohe, gesegnete Adventszeit und auch heute schon ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie der Stadt Bad Vilbel weiterhin verbunden. Yeah.